Das ist so spannend zu sehen, dass Brahms eigentlich aufhören wollte zu komponieren. Brahms war mit Richard Mühlfeld eng befreundet dann und hat eben für ihn diese Sonaten geschrieben. Das merkt man den Stücken an. Brahms war inspiriert. Ich glaube, es ist nicht nur so, dass man als Pianist den Klarinettenklang imitieren sollte, was man ja eigentlich immer versucht, was anderes zu imitieren, sondern dass es auch umgekehrt sein kann, dass du versuchst, mal einen Ton zu spielen, der so klingt wie ein Klavierton. Es gibt wirklich so Momente, wo sich die Töne überlagern, wo es so eine ganz komische Art von Schwingung gibt, die es eigentlich nur bei dieser Musik gibt. Ich als Klarinettist merke natürlich, dass Brahms seine Musik am Klavier komponiert hat. Aber seine Musik atmet. Und das finde ich, ist schon besonders auch bei Pianisten zu sehen, wenn sie atmen.